Das würde doch das Wenigste sein, das ich von dir erwarten konnte. Und nun hat Jesus deine Strafe getragen am Kreuz. Bist du nun unentschieden, um zu sagen, danke, Herr Jesus, dass du das getan hast? Das ist das Wenigste, was er von dir erwarten kann. Ach, sagte der Junge, Sie verstehen mich nicht. Ich habe das getan. Ich habe Jesus gedankt, denn ich glaube es. Aber ich habe so oft probiert, richtig probiert, um das christliche Leben zu leben. Und ich kann es nicht leisten. Jetzt bin ich unentschieden, ob ich es wieder probieren will. Und dann sagte der Junge, der neben ihm saß, auch ein Gefangener, er sagte, Junge, das war gerade mit mir. Und ich wollte eigentlich alle Glauben über Bord werfen. Und dann las ich Römer 7. Ich dachte, ach, du meinst Römer 8. Aber er hat sein Bibel schon geöffnet und sagte, Kamerad, höre, was Paulus sagt. Weißt du, wer Paulus war? Der große Missionar. Der erste Missionar in die Welt. Der Mann, der viele von diesen schönen Briefen geschrieben hat. Ein Held Gottes. Nun höre, Kamerad, was er sagt. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Es gibt Hoffnung für uns, Jung. Wenn Paulus das sagt, nach seiner Bekehrung, aber, sagt er, höre, was Paulus noch mehr sagt. Und da las er, ich dank meinen Gott für den Sieg von mein Herr Jesus Christus. Junge, es ist nicht probieren, es ist dich hingeben an Jesus. Und dann sagte ich zu ihm, Junge, wenn ich probiere, dieses Stäbchen stehen zu lassen auf mein Hand, denkst du, dass ich falsch habe? Wir allen wissen, dass es nicht die Natur von ein Stäbchen ist, zu stehen. Ich kann es aber stehen lassen auf meinen Finger. Jetzt steht es. Ganz solide. Warum? Weil mein Hand es festhält. Wir können nicht gut sein. Unsere sündige Natur und der Teufel sind uns viel zu stark. Aber wenn wir uns hingeben an die durchgraben, die verwundete Hände Jesu, sein Hand, der nicht lässt, sein Hand halt uns fest. Da sagte der Junge, ich will mich entscheiden für Jesus. Ja, auch wenn ich über die anständige Sünden spreche, denke nicht, dass du stark genug bist, um sie zu besiegen. Aber Jesus ist Sieger und er will uns ganz nah an sein Herz halten. Weißt du, die Bibel ist ziemlich streng. Die Bibel spricht nicht so sehr schonend über anständige und unanständige Sünden. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, wir müssen unsere Feinden lieben. Kennst du das? Ich kann es nicht. Aber Jesus kann es. Ich war vor 6 Jahren, nein, das war noch langer, vor 10 Jahren war ich hier in Deutschland. Und eine Frau gab mir einen Brief von ihr Sohn. Der kam aus Holland, aus einem Gefängnis. Ihr Sohn war einer von den sehr grausamen Aufsehers gewesen während des Krieges in einem Gefängnis in Holland. Und nun war er verurteilt, um 18 Jahre in derselben Gefängnis zu sein, wo er seine Grausamkeiten getan hatte. Aber er schrieb an seine Mutter, obwohl ich hier bin, bin ich glücklich. Ich habe Jesus als mein Heiland angenommen.
Ich habe ihm all meine Sünden gebracht. Und ich habe in die Bibel gelesen, dass sie im Tiefe des Meeres geworfen hat. Vergeben und vergessen. Als ich diesen Brief las, sagte ich, ich will etwas tun für diesen jungen Mann. Wenn Jesus hat, wird nicht mehr grausam sein. Ich werde an meine Königin schreiben, ob sie ihm nicht Amnestie Gnade geben will. Aber bevor ich an meine Königin schrieb, habe ich ihn besucht. War in dasselbe Gefängnis, wo Betsy, meine Schwester und ich gewesen sind, bevor man uns nach Ravensbrück schickte. Ich sah den Platz wieder, wo wir beide gestanden hatten, wartend, erschossen zu werden. Es war nicht wahr, es war nur ein Probieren, unsere Nerven kaputt zu machen. Man hat gesagt, jetzt musst du erschossen werden. Später hat man uns wieder zurückgeschickt nach unserer Zelle. Aber du kannst dir vorstellen, was ich fühlte, wieder in diesem grausamen Platz zu sein. Und nun kam ich in eine Zelle. Und da war Ernst Weike, mein Aufseher. Und nun war ein Gefangener und war ich frei. Und ich sagte ihm, Ernst, ich komme dir erzählen, ich komme dir die Grüße von deinen Eltern bringen. Ach, was sagt er? Haben Sie die gesehen? Ich sagte, ja, ich komme gerade von Deutschland. Fing an zu weinen und sagte, wie geht's mein Mutter? Ich sagte, gut, sie ist so froh, dass du eine Entscheidung für Jesus gemacht hast. Und dann erzählte ich ihm von das Besuch bei seinen Eltern. Und dann sagte ich ihm, Ernst, ich bin in dieselbe Gefängnis gewesen. Ja, was? Wann? Ich sagte, in 1944. Dann wird blass und sagte, dann kennen wir uns. Ich sagte, ja, wir kennen uns. Und das Moment sahen Ernst und ich wieder in unsere Erinnerung all die Grausamkeiten, die getan hat, gegen mich und gegen meine Schwester und die anderen Gefangenen. Aber das nächste Moment sagte wie froh bin ich, dass ich meine Sünden los bin. Da kam ein finsterer Gedanke in mir. Is dat zo leicht? Bist du deine Sünden los? Aber inzwischen is mijn alte Vater, mijn Bruder, mijn Schwester, dein Neffe und viele von meinen Freunden umgekommen. Durch deine Grausamkeiten und die Grausamkeiten von deinen Kameraden und jetzt deine Sünden los, is dat zo leicht? Da sah ich mich selbst. Was tat ich? Jesus hat seine Sünden im Tiefen des Meeres geworfen, vergeben und vergessen. Und war ich nicht damit beschäftigt, sie wieder aufzufischen? Ich konnte nur beten, vergib mir, Vater, in Jesu Namen, dass ich nicht vergeben und vergessen konnte. Dass ich nicht meine Feinden lieben konnte. Und dann betete ich, o Herr Jesus, halte mich ganz nah an dein Herz, dass ich meine Feinden liebe, dass dein Liebe mein Liebe ist. Ich hatte kein Wort gesagt, aber dann sprach ich und sagte, tatsächlich Ernst, du bist deine Sünden los, denn Jesus hat alles am Kreuz vollbracht, die Sünde von die ganze Welt zu tragen, auf deine und meine Sünde. Und Ernst, ich will dir etwas erzählen. Ich will nach meiner Königin schreiben, ob sie dir nicht Amnestie geben will. Und das habe ich getan. Aber da in die Zelle habe ich die größte Lektion gelernt in mein Leben.
dass wenn Jesus uns sagt, unsere Feinden zu lieben, dann gibt uns die Liebe, die von uns fordert. Liebe für Geliebten ist gut. Liebe für Nachbarn ist besser. Liebe für Feinde ist best. Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Ich habe hier ein D-Mark-Stück. Denkst du, wenn ich probiere, diese schwimmen zu lassen auf Wasser, dass ich Erfolg habe? Natürlich nicht. Wir wissen allen, dass durch dem Gesetz vom Schwergewicht es nach unten fällt. Ich kann aber dieses D-Mark-Stück schwimmen lassen, wenn ich es verbinde mit dieses Stückchen Holz. Jetzt kann ich schwimmen. Das Gesetz von Schwergewicht ist gerade so stark als zuvor. Aber es gibt ein anderes Gesetz, das was macht, dass Holz schwimmen kann. Und das Gesetz ist jetzt stärker als das Gesetz vom Schwergewicht. Weißt du, was ich meine? Dieses Geldstück bin ich. Mein sündige Natur und der Teufel macht mich immer wieder sündigen. Der macht, dass ich meine Feinde nur hassen kann. Aber dies ist Jesus. Wenn ich verbunden bin mit ihm, der am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib mir, vergib sie, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich mit solch einer verbunden bin, dann kann ich meine Feinde lieben. Kunst du vergeben und vergessen? Der Mann, der die Liebe von deiner Frau gestohlen hat? Die Frau, der die Liebe von deinem Mann gestohlen hat? Der Mann, der durch seine unehrliche Konkurrenz dein Geschäft kaputt machen ist? Der eine, der deinen guten Namen gestohlen hat durch das hinter die Rücken reden? Es gibt Leute, die nicht Geld stehlen werden, aber sie schämen sich oft nicht, einen guten Namen zu stehlen. Und das ist viel schlimmer. Könntest du solch einen lieben und vergeben? Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Und bring es nur bei ihm. Und wird die Liebe geben. Ja, die Feinde lieben kann ich nicht, aber Jesus in mich. Ach, in mein Herz ist oft solch eine anständige Sünde als Richtgeist. So schnell kann man denken, ach, ich bin doch besser als die anderen Leute da. Ich werde nie vergessen, als ich für die erste Mal in Amerika, in Kalifornien, in die Hollywood Christian Club kam. Das ist eine Gruppe von Hollywood-Stars, die jede Woche zusammenkommt, die Bibel zu lesen. Die zweite Woche gehen sie dann zusammen nach anderen Hollywood-Stars und bringen dann als eine Mannschaft das Evangelium an ihre Kollegen. Es war ganz fremd für mich, dass ich hörte von Hollywood-Stars, der Christen waren. Und ich muss dir ehrlich bekennen, dass ich nicht viel erwartete. Besonders als ich da in die Zimmer kam, und da all die Leute, es gab noch nicht so viel, da waren nur 14 Leute. Und nicht eine war auf einem Stuhl gesessen.